Welche Hosenbeinlänge ist eigentlich die richtige? Und gibt es einen Unterschied zwischen der Art der Hose und der Hosenbeinlänge? Wenn du dir diese Fragen schon mal gestellt hast, dann pass jetzt ganz genau auf. Dem einen oder anderen mag die Hosenbeinlänge vielleicht wie ein unwichtiges Detail vorkommen. Aber dabei spielt die Hosenbeinlänge eine richtig wichtige Rolle, wenn man sich den kompletten Look und das komplette Outfit anschaut. Bevor es losgeht, gibt es eine kurze Einführung in das Thema Hosenfalten. Was gibt es eigentlich für Hosenfalten? Als erstes Mal gibt es die ganze Falte. Bei der ganzen Falte ist es so, dass die Hose so weit auf dem Schuh aufliegt, dass eine ganze Falte geworfen wird. Also die Hose wird so weit zusammengestaucht, dass wirklich eine komplette Falte entsteht. Dann gibt es die halbe Falte. Bei der halben Falte ist es logischerweise so, dass im Prinzip die Falte halb so groß ist. Also das Hosenbein liegt nur so weit auf, dass eine halbe Falte geworfen wird. Dann gibt es noch die Viertelfalte. Dort liegt das Hosenbein nur minimal auf dem Schuh auf, dass eine Viertelfalte geworfen wird. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch keine Falte. Ja? Dann ist es so, dass die Hose direkt auf dem Schuh aufliegt und dementsprechend halt keine Falte geworfen wird. Soweit so gut. Das ist relativ simpel. Aber welche Länge ist denn jetzt für welche Hosenart die richtige? Dazu kommen wir jetzt. Starten wir als erstes mit einer Jeans. Und zwar mit einer Slimfit Jeans. Bei einer Slimfit Jeans ist es so, dass das Hosenbein perfekt auf dem Schuh auflegen sollte, sodass keine Falte entsteht. Und dementsprechend bekommt man auch so eine richtig schöne Silhouette hin. Im Sommer kannst du natürlich gerne deine Jeans einfach mal umkrempeln, einmal umschlagen und dann hast du direkt einen etwas sportlicheren Look. Und wenn es jetzt mal etwas wärmer draußen ist und das auch zu Jeans passt, kannst du Jeans auch gerne zweimal umkrempeln. Das funktioniert auch noch sehr gut. Aber Achtung, die Jeans darf auf jeden Fall nicht zu kurz sein, denn du sollst ja nicht aussehen wie ein Clown. Am Ende des Tages soll das Ganze noch schön stylisch und gekonnt aussehen. Bei einer locker geschnittenen Jeans ist es etwas anders. Eine locker geschnittene Jeans solltest du so tragen, dass maximal eine Viertelfalte geworfen wird. Alles darüber hinaus, also eine halbe Falte und eine ganze Falte, wäre dementsprechend zu viel und dann müsste man dementsprechend zum Schneider gehen und die Hose anpassen. Kommen wir jetzt zu Chino. Eine Chino ist eine elegante Hose mit einem legeren Stoff. Und wenn man jetzt sagen würde, eine Jeans würde ein Kind bekommen mit einer Anzugshose, dann hätten wir die Chino. Eine Chino kann man locker lässig tragen zu smarten und casual Looks. Und bei einem Chino ist es so, je länger die Hosenbeinlänge ist, desto eleganter der Look. Und hier unterscheiden wir zwischen elegantem Look und casual Look. Beim eleganten Look ist es so, dass die Chino, ähnlich wie die Jeans, perfekt auf dem Schuh aufliegt, sodass keine Falte geworfen wird. Also die längste Länge bei einer Chino ist tatsächlich so, dass dementsprechend keine Falte geworfen wird und die Chino direkt passend auf dem Schuh aufliegt. Sonst wirkt die Chino einfach an sich unordentlich und der Look wirkt einfach nicht mehr so clean. Beim Casual Look ist es so, dass du die Chino gerne einmal umkrempeln darfst. Dann hast du auch direkt so einen etwas sportlicheren Look und gerade im Sommer oder Frühling ist das perfekt. Gerade kombiniert mit einem einfachen Strickpulli oder mit einem T-Shirt sehen solche Looks wirklich richtig gut aus. Und wenn es noch nicht ganz so warm ist, kannst du natürlich auch richtig coole Socken dazu tragen, zum Beispiel so Avocado-Socken oder himmelblaue Socken oder was auch immer. Einfach, dass so ein kleiner Kontrast entsteht zwischen dem Schuh, der Chino und dem Socken. Kommen wir jetzt zur eleganten Anzugshose. Ich meine, jeder Mann von uns hat eine elegante Anzugshose im Kleiderschrank. Und mittlerweile ist es auch so, dass man elegante Anzugshosen auch entspannt im Alltag trägt. Zum Beispiel in Kombination mit einem T-Shirt oder mit einem Hoodie. Bei einer eleganten Anzugshose ist es ähnlich wie bei einer Chino. Das ist so, je länger die Hose ist, desto eleganter der Look. Und deshalb unterscheiden wir hier auch in drei verschiedenen Varianten. Beim klassischen Look ist es so, dass die Hose so weit auf dem Schuh aufliegt, dass eine komplette Falte geworfen wird. Der Look ist für mich eher so ein bisschen der Oldschool-Look, aber die alten Herren der Schöpfung, die favorisieren wahrscheinlich diesen Look. Kommen wir zum zeitgemäßen Look. Beim zeitgemäßen Look ist es so, dass die Hose direkt auf dem Schuh endet, also perfekt endet, sodass keine Falte entsteht. Und das ist auch wohl der Look, den die meisten Männer heutzutage tragen. Kommen wir zum sportlichen, jüngeren Look. Da ist es so, dass die Hosenbeinlänge etwas kürzer ist und man den Knöchel sogar sehen kann. Das ist auch mein persönlicher Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade im Sommer sieht das richtig cool und lässig aus und halt auch sportlich elegant. Wenn es noch nicht ganz so warm ist, kannst du hier auch kontrastreiche Socken tragen, um ein kleines Highlight zu setzen. Falls du dich für weitere Outfit- und Styling-Tipps interessierst, dann check einfach mal den Men Style Guide aus. Der Men Style Guide ist ein E-Book, kannst du dir ganz easy auf deinem Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DANIELQUARTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kommen wir zu Crop Trouser. Eine Crop Trouser ist eine Hose, die oben
am Bund etwas weiter geschnitten ist und zum Hosenbein nach unten hin etwas schmaler zuläuft. Eine Crop Trouser gibt es in super vielen verschiedenen Varianten. Meist ist es so, dass eine Crop Trouser einen etwas feineren Stoff hat und oben zum Beispiel auch einen Gummibund. Und bei einer Crop Trouser ist es so, dass du die so trägst, dass man den kompletten Knöchel sieht. Also es wird weder eine ganze, weder eine halbe, noch eine Viertel, keine Falte geworfen, sondern man sieht tatsächlich den Knöchel. Und das macht man aus dem Grund, damit der Look einfach nicht unförmig aussieht. Weil wenn du zum Beispiel eine Crop Trouser länger tragen würdest, dann sieht das nachher so aus, als ob du eine Baggy Pants tragen würdest. Also es sollte auf gar keinen Fall eine Falte werfen und ideal sollte man deinen Knöchel sehen. Last but not least kommen wir noch zur Jogginghose. Jogginghosen trägt man mittlerweile auch im Alltag und jetzt ist die Frage, wie lang darf eigentlich eine Jogginghose sein? Bei einer Jogginghose ist es meistens so, dass eine Jogginghose am Hosenbeinende einen Gummibund hat. Und dieser Gummibund sollte entweder perfekt auf dem Schuh aufliegen oder es kann auch sein, dass man zum Beispiel so ein bisschen vom Knöchel sieht, das ist auch noch vollkommen okay. Also wenn das so bei einer Jogginghose bei dir aussieht, dann ist der Look dementsprechend perfekt. Vergiss nicht, den Men's Style Guide abzuchecken. Alle Infos dazu findest du in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir noch ein richtig schönes Outfit und einen wundervollen Tag. Mach's gut.